Ah, oder man geht einfach hier raus. Ja, komm, nicht festfrieren. Wo ist denn Wasser raus? Oh, geil. Die Szene. Feuer machen. Natürlich. Jetzt auch noch Eisgeister, damit mir auch bloß nicht warm wird. Da geht's schon direkt weiter. Mit dem nächsten Unterwasserspaß. Na komm, fuck it. Oder? Okay, hier sind Rohre. Alles gut. Alles fein. Heilige Scheiße. Jetzt mal eine Eiswelt machen. Eine super Idee. Die richtig viel Spaß machen dem Spieler. Vor allem im Survival-Modus, der nach 20 Jahren dann irgendwann mal rauskommt. Okay. Ist ja kein Wunder, wenn das hier schief geht, immer hier eiskalte Hände. Gut, aber es macht zumindest Sinn, dass Lydia einem hier nicht hinterherlatscht. Ich glaube, das wird nicht gut ausgehen. Leder- und Pelzstiefel. Cool, danke. Immerhin ein bisschen Schlossknack-Skill. Nach oben. Rappelt's in den Rohren. Oh. Du bist leicht hungrig, wirklich. Das ist jetzt gerade dein Problem. Na, guck mal, hier ist das ganze Zeug, was ich brauche. Der Stab der Ahnen. Aha. Ja. Du trägst so viel. Toll. Und Lydia ist nicht da. Was können wir denn loswerden? Komm, diese ganze Dwemer-Scheiße braucht kein Mensch. Da habe ich jetzt mehr als genug bei mir in der Kiste zu Hause. Pferdekopf biegt zum Glück nichts. Na komm, lassen wir das erstmal liegen. In der Hoffnung, dass ich jetzt nicht noch irgendwas Großartiges finde. Ansonsten muss ich wirklich mal aufräumen hier. So, hier hoch. Knopf ist gefunden. Erschöpft. Ach nee. So.
Leitung ist deaktiviert. Ich habe so das Gefühl, in irgendeinem von diesen Becken ist die Maske. Ich muss nur herausfinden, in welchem. Und das wird ein sehr lustiges Unterfangen. Heilung wird bereitgehalten. Ich kann nicht heilen. Magischer Dolch, die beiden Bögen. Gesicht des Frühlings ist ja sehr toll, aber das ist klar, dass die was wiegen, aber die brauche ich ja auch noch. Für die Quest halt. Essen, Zutaten. Immer sonstiges. Ja, ich würde es ungern tun, aber ich pack den Bärenpelz mal weg. So. Ich glaub, hier unten war aber tatsächlich nur die Truhe. Oh Gott. Nein! Ach Mann. Ich muss auch mal auf meine Luft achten. Ich habe auch tatsächlich noch einen Trank. Ja. Den Scheiß halt nochmal. Weil ich wieder nicht gespeichert habe. Ich habe tatsächlich auch noch einen Trank, der mich atmen lässt normalerweise unter Wasser, aber... So, immerhin weiß ich jetzt, dass da hinten gleich irgendwann der Knopf kommt. Jetzt kommen erstmal Geister. Gesundheitstränke, ne? Cool, das waren zwei. Es wird jetzt wieder so ein Durchlauf, so beim ersten Mal hat alles funktioniert mit den Gegnern. Jetzt kriege ich wahrscheinlich von jedem einzelnen Gegner richtig aufs Maul. So. Wo war der da? Und hier wieder raus. Warum? Warum müssen die so kacke sein? Eigentlich dafür, dass das ein Eis-Level ist, nutze ich den Feueratem eigentlich viel zu selten. Das bisschen Magika, was ich dann habe, einfach immer reinbuttern in Heilung. So. Erstmal weiter im Text. Mal schnell speichern auf jeden Fall. Hier gucken, hier kann eigentlich nichts sein. Außer sehr kaltes Wasser. Hier kommt gleich der tolle Atronarch, glaube ich. Ah, da kommt der runtergestopft gleich. So.
dem. Heilung. Ein bisschen mit den Händen rumspielen. So. Wie gesagt, da unten konnte es jetzt eigentlich nicht mehr sein. Das ist die komische Tour, die mir irgendwie nichts gebracht hat. Jetzt werden wir aber immer noch ausgekühlt. Mehr speichern. Schon kann ich nämlich nicht mehr rennen, das war jetzt das große Problem. Zwergischer Metallbaron, ja, nee. Viel zu viel Stoff dabei hier. Mächtiger Seelenstein, Meridas Stern. Da habe ich ja schon gesagt, das ganze Zeug hier kann weg. Ehrenpilz kann weg und das Eisenzeug auch erstmal. Wenn ich wieder mal so ein bisschen Luft habe. Hier runter. In der Hoffnung. Ja. Zumindest sehe ich hier nichts. Es ist halt safe, irgendwo unten in so einem Becken ist nochmal ein Durchgang und dahinter ist dann die Maske, aber keine Ahnung welcher. So, schnell speichern. Hier unten war irgendwo die Truhe. Jetzt wirklich noch einmal kurz runter. Truhe auf. Das Zeug rausholen, wieder hoch. So, verdammt tief hier, ey. Heilen. Auf der anderen Seite ist auch nochmal so ein Becken. Es gibt auch noch eine Wintermaske und die will ich finden. Hier ist noch, ich glaube, ganz am Anfang gab es auch eins. Würde ich fast sagen, das ist das dann. Muss ein bisschen Heilung drüber legen. Ansonsten, ich tauche jetzt nochmal die ganzen Becken ab und gucke ich vorne nochmal. Und dann wüsste ich nicht. Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das in einem von den Dingern, weil man muss nicht zwingend tauchen, um das Level abzuschließen, beziehungsweise diese Geschichte mit dem... Ihr wisst schon. Dass man das deaktiviert, diese Leitung. Das muss man nicht zwingend machen mit Tauchen. Aber dafür gibt es hier in den Becken zu viele Möglichkeiten zum Tauchen. Also wird es wahrscheinlich irgendwo mit der Maske zu tun haben. Ein bisschen rennen. Ein
wirst auch nochmal belohnt, hier mal so ein bisschen an der Seite entlang zu laufen. Ja, gut, mit einer kleinen Belohnung. Dann gehe ich auch nochmal hier lang. Ob hier in der Ecke vielleicht irgendwo noch was ist. Scheint aber nicht der Fall. Ja. Bleibt eigentlich nur noch der Kollege da unten. Das ist die Geschichte, wo man durchtauchen muss. Ich wüsste nicht, wo jetzt hier noch eine Maske sein soll. Teile von dem Atronarchen, der mich da angegriffen hat, aber mehr auch nicht. Also mal so ein bisschen sprinten, damit es mir wieder wärmer wird. Oh. Wo ist jetzt die Maske? Ich gehe nochmal den ganzen Weg jetzt einmal ab. Gehe dann mal wieder zum Anfang hin, weil ich glaube, am Anfang war auch nochmal so ein Becken, genau da, wo ich die Notiz gefunden habe bei den Banditen. Nein. Gesundheit. Hier macht irgendwas Geräusche. Was hier noch? Controller wurde entfernt. Das ist jetzt gar nicht gut. Ja, aber ich bin noch im Pause-Menü. Okay. Dann gehen wir einmal ganz kurz. Ich meine, der pausiert, weil wenn das jetzt nicht automatisch passiert wäre, hätte ich ein Problem. Weil man hat mich ja vorhin noch gewarnt, also rein theoretisch hätte ich sagen können, okay. Danke für die Warnung. So. Schnell speichern. Warum? Ja. 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 Ja, schade. Hier ist doch irgendwas nicht ganz in Ordnung. Das ist äußerst kalt. Irgendwas ist mit diesen komischen Dingern da unten. Ich gehe jetzt nochmal nach oben. Einmal Heilung rein donnern. Schnell speichern und dann diesen Trank, den ich normalerweise noch haben müsste. Wasseratmung. Rein damit und gib ihm. Irgendwas ist doch hier mit dem Ding. Ich kann hier nichts aktivieren. Ja, well, ne? Keine Ahnung. Das wäre jetzt noch so mein Joker gewesen, dass ich gesagt hätte, hier ist nochmal irgendwas, aber scheinbar auch nur Deko. Schade. Noch irgendwelche Maschinen tatsächlich, aber ich habe keine Ahnung, womit das zusammenhängt. Also hier ist
Hier war das mit dem Deaktivieren und dann kommt man hier wieder einmal rum. So. Dann gehe ich mal wieder zurück und guck mal, ob ich da vielleicht noch irgendwo was finde. Ich meine nämlich, am Anfang gab es auch nochmal ein Becken, wo der Söldner mit seiner Notiz lag. So. Und hier ist noch der Kollege. Naja, aber da ist schon direkt die Tür, das ist ja auch Quatsch. Und die ist vom Winter, ja, toll. Ah. Ich hasse das. Jetzt habe ich aber wirklich eigentlich jedes Becken einmal durchsucht. Aber war nirgendwo die scheiß Maske gehabt. Beziehungsweise überhaupt mal irgendwie einen Gang, wo ich reinschwimmen konnte, wo ich dann gesagt hätte, okay, da ist definitiv irgendwie was. War ja nicht. Here we go again. Sehr tief runter. Ja, eine Truhe, die habe ich ja. Schon wird wieder verreckt. Ja, gut, bin unterm Eis rausgekommen. Sehr gut. Das hat super funktioniert. Gut, dass ich extra nochmal geladen habe dafür. Na ja, gut, aber das ist jetzt nicht so das Thema. Dann haben wir noch das Becken hier. Ist nicht ganz so tief. Hier ist auch nochmal die ganzen Wände ab, ne? Ob da nicht irgendwo eine von diesen Kammern auch mal offen ist. Durchgang vielleicht noch mal irgendwo oder später halt auch noch mal da, wo die Eisgeister waren. Es könnte auch sein. Kommt man den Turm abgeschaltet? Der abgeschaltet ist er. Oder welchen Turm meinst du jetzt? Also die Hauptquest, sage ich mal, hier in dem Dungeon habe ich ja jetzt. Ich suche halt die Maske. Hier wäre noch was. Es irritiert halt übel, dass hier noch so dieses, die Spirale noch mal so nach unten geht. Also warum baut man das hier hin, wenn das eigentlich gar keinen Sinn hat? Keine Ahnung. Herstellung wieder geballert. Ich sag mal, wenn du da einen Tipp hast, wo die Maske sein könnte, dann immer gerne her damit, aber ich laufe jetzt schon hier meine vierte Runde oder so durch die ganzen Becken. Einfach nur der Vermutung hinterher, dass in einem von diesen Becken halt die Maske sein muss. Das war blöd. Naja. Ist noch einen anderen Durchgang? Nee. Über den einen. Hier nochmal weiter runter. Auch nicht.
Das hätte ich ja beim ersten Mal, wo ich es verkauft habe, hier auch so schön schon gemerkt. Also von der Zähne. Wenn ich hier schon zum vierten Mal vorbeikomme, nehme ich es auch mit. Okay, das habe ich schon. Und hier ist ja dieses ganze Rohrsystem. Also nur ein paar Teile von dem Atronarchen. Das ist so eine Sache, die würde ich gleich vielleicht einfach googeln. Bevor ich nochmal einen sinnlosen Versuch starte und im Kreis renne. Also, ich nehme mal die scheiß Truhe auf. Na komm. Nur ein Level up. Habe ich gleich im Lager, damit da ein bisschen was zu tun. Hilft mir aber jetzt auch nicht wirklich weiter, weil ich weiß immer noch nicht, wo der Bums ist. Weil hier auch wieder irgendwelche Geräusche sind. Also irgendwas ist hier hinter. Ich habe keine Ahnung was. Ich finde hier die Plattform ist mega fishy ohne Scheiß. Auch mit dem Aufbau weiter unten da mit den vier Lichtern, die einfach nicht mehr leuchten. Dann ist da die ganze Zeit dieses Gerumble oben. Ich habe doch keine Ahnung, wo das Viech sein soll. Ich guck den Scheiß jetzt nach. So. Wintermaske. Wir werden das Ding hier mal ein bisschen heilen. Das ganze Ding ist einmal durch. Ich will doch nur die Location haben. Da. Wintermask found. Im kurzen Flur, wo die Spinnen kamen. Oh lol, ja, ich sehe es gerade. Über so ein Rohr hoch. Okay, ich möchte jetzt nicht zu viel vorwecken, aber dann gehe ich da nochmal in den Flur rein. Ja, okay. Der ist ja nicht so weit weg vom Ausgangspunkt. Das heißt, ich mache das jetzt einmal nochmal bis dahin. Jetzt hau ich mir auch noch mal was zu essen rein. Du bist das. Die Eintöpfe, die ballern halt echt.
Da muss man dann echt immer nur einen davon essen und dann hat sie's. Und so findet man ihn nicht. Ja, die Sache ist, wäre ich jetzt noch zwei, drei Mal da durchgelaufen, wäre mir wahrscheinlich irgendwann aufgefallen, dass da oben auf diesem Rohr, wenn du da hochgehst, so eine Tür ist. Aber von den dreien ist das dann jetzt schon die schwierigere. Also Frühling war ja auch schon so ein bisschen versteckter. Aber das war halt auch einfach nur eine Tür, die bei einer Abbiegung ist, die man sonst normalerweise ignoriert. Und ja. So, warte mal, da ist die Tür hinten. Das heißt jetzt einmal den Anfang nochmal bis zu den Spinnen.